Jo Leute, wie geht's euch? Hier ist euer iStarFighters mit einem Call of Duty Black Ops Gameplay. Heute kommentiere ich richtig cool, nicht so langweilig wie davor. Und hier hatte ich einen Host Migration Start, deswegen starte dieses Game so. Ich habe nichts verpasst, hier seht ihr meinen ersten Kill. Außer meinen Spawnpunkt und den Assist, den eh kein Schuh und Schwanzdecker interessiert. Also, los geht's. Ich spiele mit der AKU. Doppelmagazin, als Secondary habe ich irgendeine Pistole, die eh keinen interessiert. Dann Blendgranate, Splittergranate, Claymore, als Perks, kugelsichere Weste, Flinkheit und Ninja. Als Abschlussserien zählt hier mein erste, das Spionageflugzeug auf der 8, die Blackbird, auch genannt SA-71, und auf der 11 meine eigenen gezüchteten Hunde, die ihr noch sehen werdet. Hier die Map Crisis, die abgefuckteste Map, wo ich kenne. Und was mich jetzt richtig fragen würde, wenn ihr in den Kommentaren reinschreiben würdet, wie ihr findet, ob ich jetzt besser kommentiere wie davor oder schlechter. Aber ich meine, auf jeden Fall ist es besser, wenn es sich nicht so schwul anhört, weil ich hier ein bisschen lustiger bin. Und naja, damit ihr seht, wie ich manchmal mich auch beim Zocken aufregen kann. Hier, ich weiß auch nicht, ich sag jetzt allgemein was zu dem Game, zu den Gegnern. Die Gegner sind die abgefucktesten Gegner der Welt. Ich habe keine Ahnung, die sind dümmer wie, was weiß ich, meine Scheiße. Ich wette, meine Scheiße hat mich wenigstens zweimal hintereinander gekillt. Aber die Gegner, die schaffen das nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier auf dieser Map auch noch meine Hunde schaffe. Die ist eh die hässlichste. Aber naja, hier schaut es euch an. Ich fail ab. Kommt hier der erste gekillt. Dann gehe ich einfach rüber, dummer wie Kacke. Der hat's nicht geblickt. Neuer. Und mit der AKU, so eine Weite, ist gut, dass letzten eine MP ist. Hier hab ich mich dumm eingestellt. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, mir tut's richtig leid, dass ich so dumm war. Hab keine Ahnung warum. Naja. Irgendwie hat jeder mal eine Schwäche. Und bei mir war es hier halt das Denken. So. Leider habe ich jetzt wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ne, jetzt habe ich wieder. Es ist Modern Warfare Zeit und ihr fragt euch bestimmt jetzt, warum ich Black Ops Gameplays mache. Einfach weil ein Kumpel von mir meinte, mach Black Ops Gameplay. Black Ops ist eh viel besser als Modern Warfare. Was auch stimmt, finde ich, ist meine Meinung. Ich finde Black Ops echt besser. Und naja, bei Black Ops habe ich auf jeden Fall richtig geile Games raus. Und bei Modern Warfare nicht so. Einfach, weiß ich nicht, entweder join ich rein oder es sind einfach so viele Spasten on oder in eine Lobby, wo ich halt dann reinkomme. Wo ich halt einfach keine Chance habe und als Chance ist ein bisschen komisch ausgedrückt, wo ich einfach nicht so viel Kills machen kann. Hier seht ihr Stoner, eine Waffe, richtig schwul, naja. Ich sage jetzt hier erstmal was zu Ghost. Ghost, einfach der hässlichste Perk der Welt. Ich habe keine Ahnung, warum es den wieder bei Modern Warfare gibt. Es gibt den, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, warum die das wieder machen. Keine Ahnung. Entweder spielen sie selber mit Ghost oder sie sind einfach so schlecht, dass sie es brauchen. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Kein Plan, Mann. Hier, für die, die es nicht wissen, wenn man auf eine Leiter hochgeht, kann man Blendgranate werfen auf der Leiter. Splittergranaten laden, Semtex, alles scharf machen. Keine Ahnung. Claymore geht nicht. Tomahawk geht dafür. Alles geht. Bis auf also alle Primärgranaten und Sekundärgranaten oder wie die Kacke auch heißt. Hier hat sich der Gegner auch wieder dümmer angestellt, was wie, was weiß ich. Und naja, ich habe jetzt mal irgendwas zu meinem Kanal. Ich habe echt nicht viele Klicks. Ganz einfach. Die, wo meine Commentaries gesehen haben, denken sich, der kann nicht kommentieren. Der ist langweilig, den schauen wir nicht an. Ich zeige euch hier das Gegenteil mit diesem Game, dass ich kommentieren kann, dass ich lustig sein kann wie manch andere. Und das bin ich. Hier seht ihr auch Ghost. Immer wie was weiß ich. Okay, es war auch das zweite Spiel, das sehe ich gerade. Trotzdem. Blöd wie Kacke. Der schießt und naja. Nach diesem Game habe ich auf Jungle gezockt und mit den gleichen Vollidioten. Und dieses Game kommt auch noch raus. Ich weiß nicht, ob es in diesem Level ist oder eins höher oder zwei höher. Keine Ahnung. Hier seht ihr auch Gegner. Dümmer wie jede Kacke. Kann man nichts machen. Hier auch. Hier seht ihr meine Blackbird. Was ich noch sagen muss, ist, ich verrecke jetzt hier gleich. Ich habe mich bisschen dumm angestellt.
Ich habe echt gedacht, habe den Gegner nicht gesehen. Ich hätte gedacht, er wäre oben. War er nicht. Er hat mich gekillt. Naja. Dafür kill ich ihn gleich und hole mir innerhalb von keinen 2 Minuten meine Hunde. Hier der erste Kill, 4 Minuten und 5 Sekunden. Dann schauen wir doch mal, wann ich wieder oder wann ich meine Hunde habe. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal das Spiel. Und naja. Hier war der Gegner leider oben. Den hätte ich auch noch gern killen wollen. Aber naja, leider nicht. Hier, der hat ja auch ein bisschen Lack, dafür kill ich ihn jetzt von hinten. Ich komme immer von hinten. Ich bin schwul, wisst ihr. Nee, Spaß, war ein kleiner Witz. Der richtig lustig war. Da habe ich bestimmt einen Arsch erbracht. Und hier seht ihr, wie man zwei richtig geile Headshots zuteilt. Nee, soll nicht heißen, dass ich ein Angeber bin. Ich versuche jetzt hier einfach nur zu kommentieren, damit ihr auf jeden Fall meine Gameplays besser findet. Deswegen kommentiere ich jetzt immer so lustig. Hier habe ich wieder meine Blackbird. Und naja. Ging schnell. Ziemlich schnell. Und jetzt haben wir 3 Minuten und 5 Sekunden. Das heißt, jetzt habe ich 1 Minute und ein paar Sekunden brauche ich für meine nächste. Ne, für meine nächste Abschlussserie nach Blackbird. Also die Hunde. Und hier habe ich den Gegner gesehen. Draußen habe ich wohl den König, ich wollte meine Hunde sicher. Hier kam die Schwuchtel von hinten. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist der schwul, weil der kommt echt immer von hinten. Naja. Auf jeden Fall sage ich jetzt hier noch zu dem Game, was ich danach gezockt habe. War Jungle. Auf der Map. Auf der. Ne. Sage ich denn. Auf, doch, auf der Map war schon. Aber ich habe den lustigsten Kill gemacht, wo ich je. Ne, lustig nicht. Doch den lustigsten Kill gemacht. Der war richtig lustig, Leute. Denn für den, wenn ihr den seht, solltet ihr wirklich. Ihr müsst natürlich nicht, aber wäre richtig geil, wenn ihr ein Like macht. Für den Kill, jeder, wo das Game sieht, ein Like. Ein mag ich. Weil der ist richtig lustig. Den habe ich schon mal gesehen. Und ich wollte ihn unbedingt machen. Eigentlich wollte ich erst was anderes machen. Aber dann dachte ich mir, nee, komm. Wenn ich schon die Claymore dabei habe, mache ich so. Ich habe euch jetzt einen Tipp gegeben, Claymore. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie der wahrscheinlich sein wird. Lasst euch überraschen. Dieses Game kommt heute noch hoch. Vielleicht kommt es auf Jungle auch noch hoch. Heute oder morgen kann ich euch noch nicht sagen. Dieses Game ist jetzt aus. Mit einem Zerstörungssieg. Ich möchte, damit ihr bitte reinschreibt, wie ihr meine Kommentarart jetzt findet. Hier seht ihr jetzt nochmal Z, ein 48 zu 7. Und ich sag Tschüss, euer iStarFighters. Bis zum nächsten Mal.